In diesem Video geht es um den Funktionsblock Nummer 4, die sogenannte automatische Abschaltung der Betriebsspannung. Der Hintergrund dieser Teilschaltung oder dieses Funktionsblocks ist, dass wir uns am Anfang überlegt hatten, dass es wohl Sinn ergibt, dass der Batterietester sich quasi abschaltet, wenn keine Testbatterie angeschlossen ist. Das heißt genau genommen, wenn ich keine Testbatterie angeschlossen habe, dann möchte ich, dass die gesamte Schaltung nicht mit Spannung versorgt wird. Wenn man sich das hier einmal kurz strukturell anguckt, dann erkennt man hier oben zwei Transistoren. Das hier oben ist ein sogenannter PNP-Transistor. Das sieht man daran, dass der Pfeil auf den Transistor zuläuft gewissermaßen. Und das hier unten ist der bekanntere und üblichere NPN-Transistor. Da geht der Pfeil von der Platte weg. Des Weiteren haben wir hier zwei Widerstände, wofür die da sind, werden wir sehen. Was wir hier sehen, ist, dass der untere Transistor, Q2 genannt, an der Basis direkt verbunden ist, oder nicht direkt, sondern über den Widerstand R2 verbunden ist mit letztendlich der Testbatterie hier vorne. Das heißt, wenn ich hier eine Batterie anschließe, dann passiert irgendwas mit der Basis des Transistors. Und das ist auch tatsächlich die Idee. Was wir jetzt an der Stelle kurz nochmal rekapitulieren sollten, ist, was eigentlich ein Transistor ganz grob tut. Also für uns jetzt hier an der Stelle kann ein Transistor zwei Zustände haben. Der kann durchgeschaltet sein. Durchgeschaltet heißt, es fließt hier oben Strom in den sogenannten Kollektor. Also das Ding ist quasi leitfähig. Man könnte es so interpretieren, dass man sagt, diese Strecke hier wird durchgeschaltet, das heißt niederohmig und ist dann quasi wie ein geschlossener Schalter. Das ist der durchgeschaltete Zustand. Oder der Transistor kann sperren, das heißt von dieser Stelle zu dieser Stelle, das ist hier oben der Kollektor und da unten der Emitter, kann kein Strom fließen, der Transistor sperrt, sagt man dann. Der Transistor sperrt dann, wenn an der Basis, von Basis nach Emitter, keine Spannung anliegt und der Transistor schaltet dann durch, wenn hier eine Spannung anliegt. Wenn man jetzt nochmal zurück überlegt, wenn ich also hier keine Batterie anschließe, dann habe ich keine Spannung von Basis nach Emitter, dann schaltet dieser Transistor nicht durch. Wenn dieser Transistor aber nicht durchschaltet, fließt hier kein Strom. Wenn hier kein Strom fließt, fließt auch hier kein Strom. Und wenn hier oben kein Strom fließen kann, dann schaltet auch der obere Transistor entsprechend nicht durch, wird auf dieser Strecke hier hochohmig und hier hinten fließt ebenfalls kein Strom. Das ist jetzt die Funktionsweise dieser Schaltung im Grobabriss für den Fall, dass ich keine Testbatterie angeschlossen habe. Was wir hier noch sehen, sind zwei Widerstände, R1 und R2. Und wie immer geht es jetzt eben im Weiteren darum, wie diese Widerstände hier gewählt werden müssen, damit diese Schaltung prinzipiell funktioniert. Im nächsten Schritt werde ich jetzt erstmal damit anfangen, nochmal ganz kurz das Transistorverhalten zu erklären. Und zwar sowohl für den NPN als auch den PNP-Transistor. Damit das hier an der Stelle nochmal klar wird. Ich habe zwar auch ausführliche Videos dazu, aber ich mache hier nochmal eben einen Schnellabriss. Wir gucken uns zunächst mal zwei Szenarien an. Und zwar den geschlossenen Fall und den durchgeschalteten Fall. Fangen wir oben an. Wenn der Transistor geschlossen ist, dann ist das dadurch bedingt, dass wir hier vorne an der Basis keine Spannung anlegen. Keine Spannung anlegen heißt sowas wie, da sind 0 Volt. Wenn da 0 Volt sind, ist da gewissermaßen Masse. Damit ergibt sich hier eine Spannung, die ungefähr 0 Volt ist. Also nicht ungefähr, die ist in dem Falle wirklich 0 Volt. So wie ich es denn gezeichnet habe, ist das definitiv 0 Volt. Damit fließt aber auch kein Strom. Also hier fließt kein Strom, das ist der Basisstrom. Nennen wir ihn IB. Der ist 0. 0 Ampere, 0 Milliampere, was auch immer. Und in diesem Falle folgt daraus sofort, dass auch der Kollektorstrom, dieser hier, 0 ist. Geschlossen heißt jetzt, dass diese Strecke hier nicht leitfähig ist. Weil die nicht leitfähig ist, fließt eben oben kein Kollektorstrom. Das heißt jetzt aber auch Folgendes. Wenn hier kein Strom fließt, dann fällt auch über dem Widerstand keine Spannung ab. Ist ja logisch, ne? Weil die Spannung am Widerstand ist Strom mal Widerstandswert. Wenn kein Strom fließt, haben wir hier ungefähr 0 Volt oder exakt 0 Volt. Das heißt, hier fällt nichts ab. Was im Umkehrschluss heißt, dass die gesamte Betriebsspannung, weil ja Maschengleichung oder Maschenregel immer noch gilt, die gesamte Betriebsspannung hier an dem Transistor abfällt, aber halt bei keinem Strom.
Das ist der Fall geschlossener Transistor. Üblicherweise oder oftmals in vielen Schaltungen ist R1 jetzt irgendein Verbraucher, den man ansteuern möchte. Und in dem Falle würde der Verbraucher jetzt nicht angesteuert werden, weil eben kein Strom durch den Verbraucher fließt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die, ich lege jetzt eine geeignete Spannung hier vorne an. Wie groß die sind, also das hängt jetzt auch alles ein bisschen von den Widerstandswerten und den Spannungen ab, die ich da anlege, aber sagen wir mal, die Spannung am Eingang und der Widerstand vorne, R2, sind so gewählt, dass das jetzt passt. Dann gibt es den sogenannten durchgeschalteten Zustand. Im durchgeschalteten Zustand ist der Strom, der hier fließt, ungleich 0, weil jetzt haben wir ja Spannung. Ich schreibe ja auch nur mal ungleich 0 Ampere hin. Also es fließt ein Strom, will ich damit sagen. Wenn ein Strom fließt, dann fließt hier auch ein Strom. Also der IC ist auch ungleich 0 Ampere. Und wenn man jetzt von einem komplett durchgeschalteten Transistor spricht, dann tauschen jetzt hinsichtlich der Spannungen UR1 von vorher und diese Spannung mit dem Transistor die Rollen. Das heißt, ein komplett durchgeschalteter Transistor zeichnet sich dadurch aus, dass hier an dem Transistor selber ungefähr 0 Volt abfallen. Das heißt, er ist quasi ideal leitfähig. Stimmt in der Praxis nicht ganz, so 0,1, 0,2 bleiben da hängen, aber ungefähr passt das. Und wenn das der Fall ist, dann heißt es natürlich im Umkehrschluss, dass hier die komplette Betriebsspannung abfällt. Wenn jetzt die komplette Betriebsspannung an dem Widerstand R1 abfällt, dann ist es ja auch logisch, dass IC logischerweise nicht 0 Ampere sein kann, denn der Strom hier, der lässt sich jetzt sogar exakt in Anführungszeichen angeben, also anhand der Formelzeichen, die wir haben. Das ist nämlich jetzt genau die Betriebsspannung geteilt durch den Widerstandswert. Das ist der Strom, der jetzt fließt. Man könnte auch sagen, an dem Verbraucher liegt jetzt die Betriebsspannung an, die er kriegen soll, also wenn R1 ein Verbraucher wäre. Und es fließt der entsprechende Strom durch den Verbraucher, den der Verbraucher so gerne hätte. Das ist der Fall komplett durchgeschaltet. Und bei dem Fall komplett durchgeschaltet steht jetzt noch tatsächlich eine Frage im Raum, nämlich, wie hängt das hier zusammen? Ah, ich streiche mal ein bisschen mehr. Ich nehme das nochmal mit. Das heißt, wie groß muss denn der Widerstand sein, damit das funktioniert? Also wie groß muss R2 sein? Beziehungsweise muss R2 sein oder U0 sein. Und da gehen wir jetzt hin und überlegen nochmal, wie die Schaltung vorher aussah. Die Schaltung, von der wir reden, ist diese hier. Und da haben wir jetzt quasi wieder eine Vorgabe. Wir haben nämlich eine Vorgabe durch die Testbatteriespannung. Das heißt, wir legen hier vorne ja eine Spannung an, die durch die Testbatterie bedingt wird. Das heißt, das ist unsere vorgegebene Größe, um die Schaltung zu designen. Also deswegen stellt sich die Frage, wie groß muss R2 sein bei vorgegebenem R0? Wird nämlich bedingt durch die Testbatterie. Und das, nicht R0, U0, Entschuldigung, bei vorgegebener Spannung im Eingang. Und das rechnen wir jetzt einmal kurz durch. Dazu müssen wir nochmal ein paar weitere Gedanken zu dem Thema Transistoren reaktivieren, nämlich uns daran erinnern, dass diese Strecke hier, das ist die sogenannte Basis-Emitter-Strecke, das unten ist der Emitter, das hier ist die Basis, dass im durchgeschalteten Zustand hier eine gewisse Spannung von Basis nach Emitter abfällt. Wenn man sich nochmal zurück überlegt, was ein Transistor war, dann war das eigentlich auch so ein PN-Übergang. Das Ding verhält sich an der Stelle gewissermaßen wie eine Diode. Und im Falle eines durchgeschalteten Transistors ist das auch wie bei einer durchgeschalteten Diode ungefähr. Das heißt, wir können hier näherungsweise davon ausgehen, dass UB ungefähr 0,7 Volt sind. Das hilft uns bis jetzt nur bedingt. Was wir nämlich daraus folgern können, aber eben noch nicht endgültig, ist, dass wir jetzt eine Spannung über R2 haben, was auch immer wir damit anfangen sollen, die sich zusammensetzt aus U0 minus UBE. Ich hoffe, das kann man erkennen. Also die Spannung über den Widerstand R2, ich zeichne sie mal ein, so rum gerechnet, setzt sich zusammen aus der Spannung, die ich davor habe, minus die Spannung, die ich dahinter habe, also U0 minus UBE ist das, was über R2 abfällt.
Soweit, so gut. Jetzt kann man die Spannung über R2. Wir wissen aber nicht, wie viel Strom da fließen muss. Und das ist genau der Knackpunkt an der ganzen Sache, weswegen man sich eben nochmal die Funktion eines Transistors vor Augen führen muss. Ein Transistor ist nämlich jetzt sowas wie ein Stromverstärker. Für einen Transistor gilt folgender Zusammenhang, und den findet man eben entsprechend in Datenblättern. Der Kollektorstrom setzt sich zusammen aus dem Strom, der in die Basis fließt, mal etwas, was wir Stromverstärkung oder Stromverstärkungsfaktor genannt haben. Ich mache hier mal ganz kurz darauf aufmerksam, dass wir hier ein kleines, ja, eigentlich eine Unschönheit in der deutschen Sprache haben, beziehungsweise in der deutschen Formelsprache. Denn dieses B hier hat mit dem B nichts zu tun. Also hier steht nicht IB mal Basis oder so, sondern dieses B steht für eine Datenblattgröße, die da heißt Stromverstärkung. Diese Stromverstärkung hat nun die schöne Eigenschaft, dass sie relativ stark schwankt. Wenn man in so ein Datenblatt von einem Transistor guckt, der als Schalter geeignet ist, dann findet man da gerne mal so Angaben wie 150 bis 250. Und tatsächlich auch für einen Transistor. Also da steht im Datenblatt, der Transistor, den du gerade gekauft hast, der hat minimal 150 Stromverstärkung und maximal 250. So ganz genau können wir dir das auch nicht sagen, weil wir leider nicht in der Lage sind, unsere Fertigung diesbezüglich in den Griff zu kriegen. Was ich damit sagen will, ist, dieser Parameter B, diese Stromverstärkung, ist sehr, sehr stark streuend. Mit der kann man nur so eingeschränkt vernünftig rechnen. Und das wird sich gleich auch hier bemerkbar machen. Tun wir jetzt mal so, als würden wir sie kennen und machen uns jetzt hier mal weiter Gedanken zu. Also wir springen jetzt wieder zurück und fragen uns, wie groß muss denn R2 sein? Naja, dazu gucken wir uns jetzt Folgendes an. Wir ziehen jetzt mal Erkenntnisse aus der Schaltung, nämlich wir ziehen Erkenntnisse aus diesem Teil, nämlich dass wir wissen, wie groß der Kollektorstrom ist. Das schreibe ich hier mal eben hin. Wir wissen, der Kollektorstrom setzt sich zusammen aus der Betriebsspannung und dem Widerstand, der da oben drin ist. Und damit können wir anhand dieser Formel hier auch ausrechnen, welchen Basisstrom wir brauchen. Dieser Basisstrom, das ist der, der hier vorne reinfließt. Es wird hier langsam eng, das ist IB. Dieser Basisstrom, den kann ich nämlich jetzt einfach mit der Formel rechts ausrechnen. Den kann ich ausrechnen als IC durch B. Und wenn ich jetzt möchte, kann ich das jetzt einsetzen. Dann kann ich sagen, das ist UB durch R1. Und hier unten kommt noch das B mit dazu. Nehmen wir an, wir würden R1 kennen im Sinne von einem bekannten Verbraucher oder so, dann könnte ich jetzt den Basisstrom ausrechnen. Das Schöne an der Sache ist eigentlich, dass der Basisstrom gleich dem Strom durch den Widerstand R2 ist. Ich hoffe, das kann man sehen, oder das müsste man eigentlich sehen können. Und jetzt haben wir wieder das Gleiche, was wir auch schon vorher in den Videos mal hatten. Jetzt können wir wieder einen Widerstandswert bestimmen, nämlich wir können sagen, R2 ist nichts anderes als wie immer UR2 durch IR2, das ist aber genau U0 minus UBE, U kennen wir, also U0 kennen wir, das ist unsere Testbatteriespannung später, UBE kennen wir, das sind die 0,7 Volt, die sind fest, geteilt durch, und jetzt kommt, ja, wenn man es nicht irgendwie auflösen will, ein Doppelbruch, ich löse es jetzt mal nicht auf, da steht hier UB geteilt durch R1 mal B. B kennen wir, ist ein Datenblattwert, und R1 ist etwas, was wir noch nicht kennen, was wir aber am Ende nochmal designt haben und dann später mal kennen. UB kennen wir, ist unsere Betriebsspannung. Das heißt, im Prinzip könnten wir jetzt einen Widerstandswert ausrechnen, sofern wir R1 kennen. R1 wird etwas sein, was wir gleich im weiteren Verlauf des Videos bestimmen. Damit hätten wir jetzt einen Wert für R2. Und jetzt fällt tatsächlich etwas vom Himmel, denn eine Sache haben wir noch nicht berücksichtigt. Hier steht jetzt dieses ominöse B drin. Das kam von hier hinten und da hatten wir gesagt, dass das extrem streuen kann. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Worst Case rechnen. Das würde heißen, mit dem kleinsten B, was möglich ist. Oder man macht noch was viel brachialeres. Das ist relativ üblich
fällt aber vom Himmel und dieser Faktor, der da jetzt reinkommt, den kann man jetzt nicht erklären. Das ist so ein empirischer Wert. Funktioniert wie folgt. Man möchte, also das, was wir jetzt ausgerechnet haben, ist quasi der Grenzfall. Jetzt liefert der Transistor exakt so viel Strom und schaltet gerade so genug durch, dass da genug Strom fließt. Also gerade so sind wir an der Schaltschwelle, sage ich mal, wo es funktionieren könnte. Jetzt wollen wir aber nicht gerade dran sein, sondern wir wollen, dass der Transistor sicher durchschaltet. Damit der sicher durchschaltet, geht man hin und vergrößert künstlich den Basisstrom. Wir haben eigentlich den Basisstrom bestimmen können und jetzt geht man hin und sagt, naja, wenn ich diesen Basisstrom da jetzt reinjage und das alles so mache, dann fließt gerade mal so sicher der Kollektorstrom, den ich haben will. Gehe ich doch hin und gehe mal auf Nummer sicher und erhöhe den einfach. Und das heißt, man macht jetzt Folgendes. Man vergrößert den Basisstrom, den berechneten Basisstrom um den Faktor und da nimmt man gerne mal 3. Warum auch immer 3? Also 3 ist jetzt wirklich ein Wert, der vom Himmel fällt und der einfach nur dafür sorgt, dass man da so eine Art Sicherheitsmarge drin hat. Also 3 ist einfach etwas, fällt vom Himmel, wer jetzt hinterher den Umfaktor 3,5 erhöht, passiert auch nicht viel, wer den um 2,5 erhöht, passiert auch nicht viel, das wird alles funktionieren, das können wir am Ende auch nochmal in der Simulation uns angucken. Aber man geht hin und sagt, okay, ich möchte eigentlich, dass dieser Basisstrom hier 3-mal so groß ist, wie er eigentlich minimal sein müsste. Das heißt, man geht hier hin und rechnet, ich mache das jetzt mal an dieser Stelle, man rechnet hier künstlich mit einem Faktor 3. Macht 3-mal so groß, macht 3-mal so groß und dann geht man hin und bestimmt den Widerstand eben auf diese Art. Das heißt, der Widerstand, den man dann ausrechnet, der ist nur ein Drittel so groß wie vorher. Das ist eine komische Faustformel, die beim Thema Transistor als Schalter auftaucht und eben so eine Art Erfahrungswert ist, den man so über die Jahre gesammelt hat. 3 ist nicht ganz unüblich, je nachdem, wo ihr nachguckt, steht da auch irgendwie Faktor 2 und manchmal steht da vielleicht sogar Faktor 4 oder sowas. Wir rechnen hier mit 3, die UBL rechnet mit 3, also einigen wir uns ja auf allem mit 3 und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. So, nur zur Erklärung, wo diese komische 3 herkommt. Jetzt funktioniert das Ganze. Also, wenn ich den Widerstand R2 so bestimme, wie es jetzt hier steht, dann schaltet mein Transistor durch. Wenn mein Transistor durchschaltet, habe ich hier ungefähr 0 Volt, dann habe ich hier ungefähr UB und alles ist gut. Das ist jetzt aber leider noch nicht die komplette Schaltung, die wir haben, sondern die Schaltung besteht noch aus einem weiteren Kandidaten, und zwar dem PNP-Transistor. Und bei dem PNP-Transistor ist alles einmal andersrum. Hier nochmal zum Vergleich NPN gegenüber PNP. Bei einem NPN-Transistor ist es so, wenn er durchgeschaltet ist, angenommen er ist durchgeschaltet, dann haben wir hier ungefähr 0,7 Volt, weil ist sowas wie eine Diode. Bei einem PNP-Transistor haben wir hier auch 0,7 Volt, wenn er dann durchgeschaltet ist. Und der Unterschied ist der, in welche Richtung. Das heißt, hier haben wir einmal verpolt. Man sieht oben, dass der Spannungspfeil in die gleiche Richtung zeigt wie der Pfeil von dem Transistor selber. Das ist kein Zufall. Und unten ist das genauso. Das heißt, einen PNP-Transistor machen wir quasi auf, indem wir nicht eine positive Spannung an die Basis anlegen, sondern eine negative Spannung. Dadurch wird er geöffnet. Ansonsten verhält er sich eigentlich komplett gleich. Auch ein PNP-Transistor hat eine gewisse Stromverstärkung und auch ein PNP-Transistor kann komplett durchgeschaltet sein. Schreibe ich vielleicht mal hier hin. Wenn der komplett durchgeschaltet ist, habe ich hier ungefähr 0 Volt. Ja komm, machen wir 0,x Volt, also wenig auf jeden Fall. 0,1, komm. Wenig, dann ist er komplett durchgeschaltet, genauso wie in diesem Fall hier ungefähr 0,1 Volt oder sowas, also vernachlässigbar wenig, übrig bleiben. Das heißt, gleich bis auf Pfeilrichtungen bzw. Vorzeichen. Und der PNP-Transistor wird ja jetzt in der Schaltung wie folgt eingesetzt. Nämlich so. Ich habe das Ganze mal ein bisschen verkürzt. Hier oben hing der Rest der Schaltung. Also wenn man nochmal zurück nach Multisim springt und sich das anguckt,
dann sieht man, dass hier oben offensichtlich die gesamte Betriebsspannung für die Schaltung stattfinden soll. Das heißt, hier hängt der Spannungsteiler zum einen dran, später hängt hier noch der Operationsverstärker dran mit seinen Versorgungsspannungen. Das heißt, diese Leitung hier oben soll eigentlich die ganze Schaltung versorgen. Ich habe das jetzt hier mal verkürzt symbolisiert durch einen Widerstand. Natürlich ist das jetzt kein Widerstand, sondern das sind eben Operationsverstärker, das ist der Spannungsteiler, das sind dann auch die LEDs, die damit dranhängen und so weiter. Aber ich habe das jetzt mal an der Stelle vereinfacht. Da hängt also die Schaltung dran und soll versorgt werden. Jetzt hat der PNP-Transistor da oben wieder zwei Möglichkeiten. Entweder kann der geschlossen sein oder offen. Oder durchgeschaltet. Also ich habe es eben geschlossen und durchgeschaltet genannt, dann sollte ich das hier auch tun. Also der kann entweder geschlossen sein, dann fließt kein Strom, oder der kann durchgeschaltet sein. Nehmen wir mal den Fall geschlossen. Im Falle geschlossen fließt hier ein Strom von, das ist jetzt der Emitterstrom des Transistors, man könnte auch sowas sagen wie, das ist der Betriebsstrom, dann würde hier 0 Ampere fließen. Wenn hier aber 0 Ampere fließen, dann würden auch hier 0 Ampere fließen und die Schaltung würde nicht versorgt werden. Wann fließt hier 0 Ampere? Es fließen dann hier 0 Ampere, wenn ich von Basis nach Emitter 0 Volt habe. Also wenn der Transistor durch die Basis-Emitter-Strecke nicht aufgeht. Des Weiteren hätte ich dann hier keinen Strom. Das heißt, auch hier hätte ich IB gleich 0. Wenn ich da aber 0 Ampere habe, dann habe ich hier auch 0, weil ja über den Widerstand dann auch nichts abfällt, wo kein Strom durch den Widerstand, da keine Spannung an dem Widerstand. Das würde heißen, ich hätte hier die Betriebsspannung UB, weil sonst geht die Masche nicht auf. Ne? Also ich habe hier eine Masche, UB plus diese Spannung plus diese Spannung plus diese Spannung muss 0 sein, Entschuldigung, minus UB plus diese Spannung plus diese Spannung plus diese Spannung muss 0 sein. Und damit müssten hier unten UB liegen. Naja, und in welchem Falle habe ich in welchem Falle habe ich die komplette Betriebsspannung an dem unteren Transistor? Naja, dann, wenn er zu ist. Und zu ist er dann, wenn ich vorne nichts anschließe. Das heißt, das hier ist der Fall von, ich habe keine Testbatterie vorne dran. Dann schließt der Transistor. Jetzt machen wir das gegenteilige Szenario. Dazu mache ich hier einen ganzen Quatsch mal weg. Was nicht geht mit OneNote, merke ich gerade, weil der keine History hat, die lang genug ist. Also muss ich einmal radieren. Wir haben nämlich jetzt noch den Fall von offen oder durchgeschaltet. Das funktioniert ja großartig. So, im Falle von durchgeschaltet sieht das Ganze nämlich ein wenig anders aus. Erstmal den Widerstand wieder hinmalen, den habe ich gerade irgendwie weggekillt. So. Im Falle von durchgeschaltet hätten wir hier Folgendes, dann würden hier ungefähr 0 Volt abfallen. Oder in der Realität eben 0,1. Ich bin etwas inkonsistent. Mal schreibe ich hier 0 hin, mal schreibe ich hier 0,1 hin. Rechnet einfach im Kopf mit 0. Das ist völlig in Ordnung. Hier würden 0 Volt abfallen, weil der eben komplett durchgeschaltet ist. Wenn hier aber 0 Volt abfallen, dann würde es sofort heißen, dass an dieser Stelle hier die Betriebsspannung liegt. Ne? Wir haben ja jetzt eine große Masche außenrum. Das heißt, hier, wenn über dem Transistor nichts abfällt, da oben, dann haben wir die Betriebsspannung an der Schaltung. So, wenn wir aber da 0 Volt haben wollen, dann brauchen wir hier einen signifikanten Basisstrom. Wir brauchen hier Strom. Und hätten hier entsprechend auch einen Emitterstrom. Auch der wäre ungleich 0. Das heißt, hier fangen jetzt an Ströme zu fließen. Jetzt muss ich wieder runtergehen und jetzt muss ich überlegen, okay, was heißt das denn, wenn ich hier Strom fließen haben will oder in welchen Fällen könnte ich denn hier Strom fließen haben? Naja, ich könnte da unten Strom fließen haben, immer dann, wenn dieser Transistor hier leitfähig wäre. Der ist dann leitfähig, wenn ich hier ungefähr 0 Volt Verlust habe. Und wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, dann stelle ich vielleicht fest, ich habe hier noch eine Basis-Emitter-Spannung, das sowieso, die wäre ungefähr 0,7 Volt. Dann stelle ich fest, mit einer Masche hier drüber, dass ich über dem Widerstand R1, das ist der obere hier, eine Spannung abfallen habe, die sich wie folgt zusammensetzt. Ich habe die Betriebsspannung von hier
Ich verliere hier ein bisschen Basis-Emitter-Spannung über den oberen Transistor, das sind die 0,7 Volt. Hier unten verliere ich nichts, das heißt, hier fallen an diesem Widerstand UB minus UBE ab. Also minus 0,7 Volt. Damit kenne ich jetzt die Spannung über diesem Widerstand. Damit das überhaupt funktioniert, muss ich aber dafür sorgen, dass hier unten dieser Transistor überhaupt durchschaltet. Und der schaltet durch, und das haben wir ja eben schon mal einmal durchgerechnet, indem ich hier eine Testbatterie anschließe. Und den Widerstand R2 richtig dimensioniere. Das heißt, ich brauche hier eine Testbatterie, die heißt U-Test. R2 habe ich richtig dimensioniert, wobei wir eben ja gesehen haben, dass wir da noch dieses R1 drin stehen hatten, von dem wir noch nichts wissen. Dann schaltet der Transistor, der untere Transistor, durch. Und dann schaltet auch der obere Transistor durch. Das heißt, in diesem Falle hier könnte ich es hinkriegen, dass die Schaltung ordentlich mit Spannung versorgt wird. Und die einzige Frage, die wir jetzt noch haben, ist die, wie groß ist R1? Nochmal zur Erinnerung. Das war der einzige Parameter in der Gleichung vorher, der noch offen war. Oder wie, ja nicht wie groß ist R1, sondern wie groß müssen wir R1 wählen. Dazu das, was schon in der Schaltung steht, UR1 kennen wir gewissermaßen, weil das ist die Betriebsspannung, die ist uns ja bekannt, minus die Basis-Emitter-Spannung. Und die Basis-Emitter-Spannung in diesem Falle wäre 0,7 Volt. Das heißt, kennen wir UB, können wir das ausrechnen. Und jetzt müssen wir uns nur noch zu guter Letzt fragen, wie groß muss denn IR1 sein? Also der Strom, der durch R1 fließt. Dann könnten wir wieder mit UR1 durch IR1 den Widerstand ausrechnen. Wenn wir jetzt nochmal in die Schaltung gucken, sehen wir vielleicht, dass der Strom durch den Widerstand gleich dem Basisstrom des oberen Transistors ist. Das hier ist gleich dem Basisstrom des oberen Transistors. Da der obere Transistor Q1 heißt, sollte ich vielleicht mal hinschreiben, und der untere Transistor Q2 heißt, und ich jetzt keine Verwechslungsgefahr haben will, nenne ich den mal IB1. Wenn ich den hier IB1 nenne, sollte ich ihn auch hier IB1 nennen. Das heißt, das ist der Basisstrom des oberen Transistors. Wäre das hier auch IE1. So. Die sind gleich. Jetzt kennen wir aber IB1 nicht. Aber den können wir uns jetzt wieder ausrechnen, weil auch der obere Transistor ist jetzt wieder gewissermaßen ein Schalter. Und vielleicht ergibt es Sinn, das Ganze nochmal separat hinzuzeichnen, und zwar wie folgt. Wir haben den oberen Transistor. Hier unten hängt irgendwas dran. Hier fließt ein Strom, der soll IB1 heißen, und den wollen wir haben. Und hier hinten hängt die Schaltung dran. Und wenn man das nochmal vergleicht mit dieser NPN-Rechnung von vorhin, dann haben wir da angefangen und haben gesagt, wie viel Strom brauchen wir denn am Kollektor? Das heißt, wir brauchen hier eigentlich den Strom. Den könnten wir jetzt IC1 nennen, weil das der Kollektor des oberen Transistorstroms oder der Kollektorstrom des oberen Transistors ist. Und dieser IC1 hat, wenn man sich das hier anguckt, die Bedeutung des Betriebsstroms der Schaltung. Wenn man, jetzt haben wir noch ein Problem, weil wir wissen nicht, wie viel Strom die Schaltung zieht. Das können wir aber hinterher ausrechnen anhand von Datenblattwerten. Denn da steht sowas drin, wie viel verbrauchen die OPs, wie viel Strom brauchen die LEDs, wie viel Strom durch den Spannungsteiler fließt, wissen wir ja sowieso. Wie viel Strom durch die Z-Diode fließt, wissen wir. Das können wir jetzt also tatsächlich bestimmen. Und was man hier macht, ist, man nimmt hier den maximalen Betriebsstrom. Das ist wichtig. Denn der hängt davon ab, wie viele LEDs leuchten. Nehmen wir mal an, so eine LED zieht vielleicht 20 mA, dann macht das halt einen fundamentalen Unterschied. Habe ich jetzt eine LED an, das sind da 20 mA, habe ich zwei LEDs an, das sind 40 und drei sind 60. Das heißt, wir nehmen hier den maximalen Betriebsstrom, den gilt es noch zu bestimmen, das machen wir nochmal separat. Das heißt, der muss bestimmt werden. Aber nur mal angenommen, wir hätten den, dann wüssten wir den Kollektorstrom IC1. So, damit wüssten wir auch,
wie groß der Basisstrom sein muss. Denn wenn wir jetzt ins Datenblatt von dem Transistor gucken, wüssten wir hier wieder, das ist der Kollektorstrom geteilt durch die Stromverstärkung des oberen Transistors. Den nenne ich jetzt auch mal sicherheitshalber B1. Das heißt, hier könnten wir jetzt wieder sagen, okay, das ist der Betriebsstrom, die C1, der maximale Betriebsstrom, den wir ausrechnen müssen, geteilt durch die Stromverstärkung, die finden wir im Datenblatt. Den Wert habe ich, den muss ich da oben noch ausrechnen, machen wir in einem separaten Video. Und dann würde sich hieraus ergeben, dass der Widerstand R1 da oben wie folgt berechnet werden könnte. Das ist wieder UR1, das ist genau das gleiche wie eben, UR1 durch IR1. Und das wäre die Betriebsspannung minus die Basis-Emitter-Spannung, die festgesetzt ist mit 0,7 Volt. Das ist, wie gesagt, so ein Pi mal Daumenwert, der ganz gut funktioniert. Ob das dann in der Realität 0,8 Volt sind oder 0,6, ist im Grunde für das Ergebnis tatsächlich völlig egal. Das nehme ich und teile es eben durch den Strom. Das ist der IC1 geteilt durch B1. Könnte man jetzt auch im Sinne des Doppelbruches ein bisschen auflösen, mache ich mal nicht. Und jetzt schlägt hier wieder die Faustformel zu. Nämlich, ich kürze es hier mal ab, dreifacher Basisstrom. Also auch hier gehen wir jetzt wieder hin und sorgen dafür, dass der Transistor wirklich, 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 wirklich durchschaltet, indem wir dafür sorgen, dass der Basisstrom doch um den Faktor 3 höher ist, als er eigentlich minimal sein müsste. Und dadurch kriegen wir jetzt hier noch einen Faktor 3 mit rein, der wie folgt aussieht. Ich nehme hier dreimal den maximalen Betriebsstrom. Wenn ich hier dreimal den maximalen Betriebsstrom nehme, nehme ich auch hier dreimal den maximalen Betriebsstrom. Und auch hier sieht man wieder, hier steht jetzt eine 3 quasi im Nenner des Hauptbruches. Hätte ich minimal gerechnet, hätte ich einen Widerstandswert für R1 raus und würde ihn jetzt nochmal dritteln. Wenn ich das alles auf diese Art mache, dann klappt das. Das Einzige, was wir nicht genau wissen, ist, wie groß ist denn jetzt die Testbatteriespannung. Und nehme ich da jetzt einen Minimalwert, also so, dass die Schaltung gerade noch angeht, wenn, oder nehme ich da einen Maximalwert, weil da müsst ihr dann selber nochmal später drüber nachdenken, beziehungsweise das machen wir nochmal in einem separaten Video. Das ist aber die grundsätzliche Funktionsfähigkeit dieser Schaltung. Also ist eigentlich, wie gesagt, vom Prinzip her leicht, sehr leicht, wie ich finde, erklärt. Die Bestimmung der Widerstände ist ein bisschen tricky, also die Formeln sehen halt ein bisschen scheiße aus. Aber grundsätzlich, ne, wenn ich hier unten eine Spannung anlege und damit diesen Transistor öffne, dann sorge ich dafür, dass hier ein Strom fließt. Wenn hier ein Strom fließt, dann geht auch dieser Transistor auf, wenn dieser Transistor offen ist. Und da keine Spannung mehr abfällt, dann habe ich die volle Betriebsspannung oder näherungsweise die volle Betriebsspannung an der Schaltung. Das ist nochmal die Quintessenz dieser gesamten, ja, automatischen Abschaltung. Automatische Abschaltung deshalb, weil wenn ich hier keine Spannung anlege, dann geht dieser Transistor zu. Wenn dieser Transistor zugeht, habe ich hier eben keinen Strom. Wenn ich hier keinen Strom habe, geht auch dieser Transistor zu. Dann habe ich auch hier keinen Strom und damit hätte ich hier hinten keine Spannung. Das sind nochmal die beiden Grundszenarien für die automatische Abschaltung. Und ich glaube, das war, ehrlich gesagt, nicht das am besten strukturierte Video. Aus Zeitgründen lasse ich das jetzt aber so. Ich hoffe, man kommt damit dennoch einigermaßen klar.